Wie ist es denn wieder hier in der Heimat immer zu sein? Es ist immer schön hier zu sein. Ich meine, ich habe den Großteil meines Lebens hier verbracht und ich kann mir auch immer wieder vorstellen, hier wieder zurückzukommen. Überall ist echt, ist meine Heimat. Ich bin hier gerne, ich habe hier viele Freunde, Bekannte und es ist immer wieder schön hier zu sein. Ich merke immer wieder, wenn ich lange nicht hier war, wie sehr mir die Stadt fehlt. Gut, schön. Oben bei Mutti. Mutti kocht immer gut, immer gefährlich. Hier werde ich nämlich immer schnell fett. Okay. Zu. Der exklusive Eindruck privat bei Martin. Wir werden auch noch sein Kinderzimmer mal heute begutachten, auch in den Schubladen. Nee, in den Schubladen besser nicht. Das Kinderzimmer könnt ihr sehen. So, ja, das ist mein Elternhaus. Hier bin ich groß geworden, hier bin ich aufgewachsen. Also hier bin ich groß geworden. Für alle, die sich hier so ein bisschen umschauen, das ist das Paradies für Handwerker. Leider bin ich kein Handwerker, habe mich nie dafür interessiert. Aua. Aber für jeder, der irgendwie, wie soll ich sagen, der handwerklich veranlagt ist oder Bock auf Handwerk hat, der wäre hier in die Familie richtig reingeboren gewesen. Aber mich hat das nie interessiert. Für mich war immer Sport interessant. Ich bin auch der Erste und Einzige aus der Familie, der wirklich Sport betreibt, vor allen Dingen auf so einem Level und generell. Der Rest der Familie ist mehr so handwerklich angehaucht. Ich muss auch meine Schuhe ausziehen. Und jetzt geh hoch in die Liebeshöhle. Das sind diese Treppen, wo du nicht heimlich nach Hause kommen kannst. Ja. Das sind sie. Warte. Der ist noch nicht gemacht. Das ist nicht schlimm. Tja, das ist mein altes Kinderzimmer, wie man sieht, ist schon ein paar Wochen her, dass ich das letzte Mal drin war, aber wird es nicht gemacht. Bescheiden, der Herr. Bescheiden, ja. Ja. Oha, ehrliche Frage, wie oft bist du hier? Mal diese Stufen an. Ehrliche Frage, wie oft hast du dich hier schon hingelegt? Ich glaube als Kind 2-3 Mal, aber sonst auch nicht mehr. Ich würde besoffen hier noch nicht mal hochkommen. Ja, wenn du jahrelang Übung hast, dann schaffst du es auch gut. Den besoffen sein oder ein Hochgehen? Nein. Jetzt kommt für dich ein kleines Fitness-Workout. Nee. Doch. Bin hier doch, raus. Da musst du durch. Nee, hau ab. Allein, ich rede nur von den Treppen hier. Ich komme aus Düsseldorf. Da ist bei uns in der Miete mit drin. Schulterfrei, ne? Ah, ja, lieber schlank. Das ja, schlank und schulterfrei. Das ist natürlich bei denen nicht so an. Ne? Ein paar alte Bilder von mir, ein paar alte Plakate und alles gesagt. Schreib mal gerade, was du machst. Ich mache mich ein bisschen warm. Alle anderen sind draußen laufen und ich fahre hier drin ein bisschen Fahrrad. Ich habe nicht die richtigen Klamotten zum Laufen dabei. Der Klassiker. Genau. Genauso wie die Frauen immer beim Sport nicht mitmachen konnten, weil sie die Tage hatten. So kann man sich als Mann vom Sport drücken oder ja, von den harten Sachen drücken. Wie lange machst du das jetzt? Ich denke so 20 Minuten. Dann mache ich ein bisschen meine Gelenke warm. Normalerweise mache ich es andersrum, aber heute mal so rum. Und dann müssen die Jungs vom Laufen hier wieder sein, dann fängt das richtige Training an. Nichts mehr dreimal auf den Bock laufen.
Er kriegt, das Ding ist, er kriegt nicht das zu hören, was er hören möchte. Das ist das. Halt auf, dass du nicht zu nah kommst. Alles gut. Ich kann das schon einschätzen, Martin. Ich, ja? Ja. Ich habe ein bisschen Schiss bekommen. Okay. Das müssen wir hier, unsere Jungs hier alle lernen. Die ganzen Abkürzungen. Ne? Das ist also gut. Und wie lange machst du das jetzt? Ich denke auch noch so 10 Minuten, bis der Rest vom Laufen kommt. Die zweite Gruppe vom Laufen kommt. Es sieht halt witzig aus, dass du mit der Musik mitgehst. Ja, alles im Takt, Rhythmusgefühl. Man hat immer gesagt, ich hätte keins, aber anscheinend habe ich doch eins. Jetzt geht auf dich los. Zu trainieren. Aber ich habe gar nicht abgelehnt. Gut. Ist auch nicht so gut, was du willst. Ja. Wie man ja in Düsseldorf sagt, lieber widerlich als widerlich. Lieber widerlich als widerlich? Lieber widerlich als widerlich. Wo kommt ihr jetzt her? Hast du Ärger bekommen? Nein, nein.
gehört auch dazu. Ja, also nicht auszunehmen. Ich habe aber auch alle kürzere Beine als ich. Nee, ich glaube, die sind fitter als du, oder? Das hat das Gefühl. So hat das doch Richtig ausdrücken. Komm weiter, komm, noch richtig aus.